Momentan läuft im Rathaus in Oberramstadt die Fotoausstellung Lebenslinien der Darmstädter Künstlerin Karin Quade. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem Auf und Ab des Lebens, mit Emotionen, mit Liebe, Schönheit, Natur und persönlichen Erfahrungen. Lebenslinien kreuzen sich, berühren sich, treffen sich. Sie stoßen sich ab, ziehen sich an und verlieren sich. Treffen sich wieder. Für ihre Ausstellung sammelte Karin Quade über mehrere Jahre hinweg selbst verfasste Gedichte und trug diese zu einem Gesamtwerk zusammen. In einer Kombination aus Lyrik und Design werden die Gedichte durch entsprechende Fotos und Darstellungen bildlich hervorgehoben. Gedichte schreibe ich schon seit vielen Jahren, eigentlich schon fast immer. Aber dass ich diese Gedichte auch bebilde, das mache ich eigentlich erst so seit 2 Jahren. Zum Teil selbst, zum Teil mit Hilfe von Freunden. Und ja, das Resultat ist hier in Oberramstadt zu sehen. Die Ausstellung, die aus fast 3 Dutzend Gedichten mit Fotos als Untermalung besteht, ist während der Öffnungszeiten im Erdgeschoss des Rathauses in Oberramstadt kostenlos zugänglich. Für Karin Quade ist dies die erste große Ausstellung und somit ein künstlerischer Meilenstein, den sie hofft, auch zukünftig an anderen Ausstellungsorten fortsetzen zu können. Beenden, was nie war, aber hätte sein können. Beginnen, was nicht ist, aber sein kann. Also einen genauen Grund, ein Gedicht zu schreiben, kann ich gar nicht nennen, aber es hilft ganz bestimmt, schwierige Situationen zu meistern oder zu reflektieren. Für die Umsetzung ihrer Ausstellung konnte sich Karin Quade über die Unterstützung diverser Freunde und Bekannte freuen, die einige Fotos und Gemälde beisteuerten oder sich anderweitig künstlerisch einbrachten. Also für mich ist es sehr wichtig, mit Freunden Sachen unternehmen zu können. Und ich habe auch gemerkt im Rahmen der Ausstellung, wie viele Menschen mir da geholfen haben, ohne dass ich sie groß gefragt habe. Ja, von einem Tag auf den anderen. Das war ganz fantastisch. Und deshalb ist mir das auch wichtig, dann immer dazu zu sagen, dass zum Beispiel Sabrina Felger mir hier diese Ausstellung vermittelt hat, weil sie hier im Rathaus arbeitet und mir einfach den Tipp gegeben hat. Und Dr. Reinig, der vorhin ja schon mal im Bild war, dann auch gleich spontan Ja gesagt hat. Frau Quade, kommen Sie, stellen Sie aus, schon im August. Und Ralf Westphal, der mit mir gleich die Fotos zusammen gemacht hat. Michael Lang, guter Freund, der mit mir schon seit Jahren Fotos macht. Ein Bild wurde ja sogar für die Ausstellung gemalt. Das hat Lauren Rickert gemalt. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es war wunderschön. Und darüber hinaus, dass ich mich so freue, die Bilder hier ausstellen zu dürfen, auch nochmal so ein Gemeinschaftserlebnis. Das war wirklich schön. When you're far, I want you close. And when you're close, I want you far. Meine Ausstellung läuft noch bis zum 6. Oktober und die Finissage findet dann auch statt am 6. Oktober um 19 Uhr. Alle sind ganz herzlich eingeladen.